So, willkommen zurück zu Gothic 2, die Nacht des Raben. Ich bin hier im oberen Viertel. Ich habe den schon mal hierher gelockt, damit das Ganze ein bisschen schneller geht. Und jetzt habe ich meine Waffe abgelegt, ich habe mein Geld abgelegt. Ich bin bereit, mich verprügeln zu lassen. Ich könnte mir so etwas nicht erlauben. Wie? Jetzt ist er mir nicht mehr sauer. Er war gerade sauer auf mich, dann habe ich ihn rausgelockt. Was ist das denn schon wieder her? Warum greift er mich jetzt nicht an? Hallo? Da kann man sich nicht drauf verlassen. Hallo? Ist er jetzt nicht mehr sauer auf mich? Es war genau so, wie du sagst. Da kann man sich nicht verlassen. Also, ist irgendwas Schlimmes passiert? Hey, du! Habe ich jetzt irgendwas verbockt? Hat er jetzt irgendwie den Alarm weitergegeben oder so? Oder warum ist es ihm egal? Bambo, bist du mir sauer? Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Keine Ahnung, was jetzt los ist. Weiß ich nicht. Vielleicht hat er es auch vergessen oder so. Weiß ja nicht, kann ja sein. Gut, Lutero hat nicht meine Krallen, die ich ihm gerne bringen möchte, logischerweise. Aber Salandriel, hey, ich brauche erstmal wieder meine Waffe, damit ich ein Argument habe. Okay, okay, du bist der Bessere von uns beiden. Was willst du? Dass du mitkommst ins Kloster. Gehst du jetzt ins Kloster oder soll ich dich nochmal? Das wirst du noch bereuen. Ja, verdammt, ich gehe ins Kloster, aber glaube nicht, dass du damit durchkommst. Ah, das glaube ich doch. Ich bin schließlich hier im Auftrag Innos unterwegs. Jaha. Leider kriege ich ja keine Erfahrung. Ja, geh mal zum Kloster. Verschwinde! Nein, du gehst zum Kloster, Junge. Ich will diese Laborwasserflaschen. Ja, und nun? Der ist ja immer noch da. Keine Ahnung. Wenn ich jetzt zum Kloster teleportiere, ist er dann da? Ich hoffe ja mal nein. Milton. Hast du ihn gesehen? Nö. Hat er nicht? Du hast ihn auch nicht gesehen. Ja. Ist lieb von dir, aber will ich echt nicht jedes Mal hören. Ach je. Ist er schon da? Nö, ist er nicht. Okay, Pyroka, auch nichts Neues. Was waren denn die anderen Quests? Ach ja, da kam ich jetzt. Mikrofon, hoffentlich war das nicht schlimm. Snapperkrallen. Komm, ich mach mal die Snapperkrallen. Wie viel Erfahrung brauche ich denn noch? Nur noch 2745. Die Frage ist nur, wem habe ich diese Snapperkrallen verkauft? Habe ich sie hier verkauft? Zunge. Schwefel. Nein, hier habe ich sie nicht verkauft. Ich vermute stark, dass ich sie bei Bosper hinterlegt habe. Weil ich ja immer einigermaßen versucht habe, Dinge bei denen zu verkaufen, die ohnehin schon mit den Sachen handeln. Also gut, dann nehme ich erstmal wieder mein Gold. Dann ist 9.17 Uhr und ich habe noch 25 Mana, das ist nicht viel. Deswegen haue ich mich nochmal bis mittags aufs Ohr. So, und dann ab in die Hafenstadt. Nur um sicher zu gehen, wenn ich jetzt eh schon am Hafen bin, will ich hier nochmal zwei, drei Händler checken. Mit dem hatte ich, glaube ich, nichts zu tun, ne? Zeig mir deine Fische. Nee, der hat nur Fische. Nee, aber hier hinten, dem habe ich doch mal irgendwas Teures abgekauft. Vielleicht habe ich dem ja die Krallen vertickt, um mir was zu leisten. Und wenn ich jetzt eh schon hier hinten bin im Hafen, dann checke ich den mal eben noch schnell. Martin, genau. Dann zeig mal hin. Fernando hat... Und? Was noch? Das ist alles. Ist ja schön. Nein. Das da wollte ich. Was hast du anzubieten? Dann pass mal auf. Genau. Siehst du, der hat keine Krallen. Der hat mal nur Mole Red Fett und Zaubersprüche. Gut zu wissen. Aber ich schätze mal... Also ich denke mal, das sah auch so aus von den Symbolen her. Er hat hauptsächlich Paladin-Magie, so heiliger Pfeil und sowas. Oder heiliges Licht oder so, keine Ahnung. Das ist nicht so interessant für mich. Ansonsten gäbe es hier noch den Kartenhändler, aber mit dem hatte ich ja nichts zu tun. Zumindest nicht, nachdem ich im Minental war. Ich habe mir am Anfang, glaube ich, eine Karte gekauft, aber das war's. Das heißt, die einzigen Händler, die jetzt eigentlich in Frage kommen...
Die in der Oberstadt habe ich gecheckt. Mit denen kann ich nicht handeln. Was kann ich bei dir bekommen? Bleiben nur die hier unten übrig. Ich könnte dir Schmied... Nö, ich brauche keinen Schmiederholing. Hast du eine tolle Waffe hey, für mich? Hey, du. Arbeitest du immer noch für die Paladine? Ich habe den Auftrag von Lord Hagen beendet. Ich stelle jetzt für ihn Erzklingen her. Allerdings gegen Bezahlung. Nebenbei habe ich aber auch wieder Zeit, ein paar Waffen für die Händler am Marktplatz anzufertigen. Wenn du also eine gute Klinge suchst, solltest du mal dort vorbeischauen. Erzähl mir mehr über die Erzklingen. Erzklingen herzustellen ist ein sehr aufwendiger und teurer Prozess. Aber das Ergebnis ist eine leicht zu führende Klinge, die praktisch unzerstörbar ist. Die Klinge an sich ist zwar von guter Qualität, aber erst in den Händen eines Paladins zeigt sich ihre wahre Macht. Die Schwerter der Paladine werden Innos geweiht. Dadurch wird aus der Erzklinge eine magische Waffe, die unvergleichlichen Schaden anrichtet. Ich möchte eine Erzklinge kaufen. Ich darf nur den Paladinen eine Erzklinge verkaufen. Und selbst dann nur eine einzige. Das ist ja schade. Ich meine, es klingt ziemlich gut. Ich bin zwar kein Paladin, aber... Ja, so eine Erzklinge würde ich nehmen, ne? Kannst du mir die, wenn ich noch welche... Okay, dem habe ich die Krallen auch nicht vermacht. Ja, Erzklingen, ne, beziehungsweise normale Waffen, gute Waffen bei den Händlern am Marktplatz ist eine coole Sache. Das Problem ist nur, die reden ja nicht mehr mit mir. Zeig mir deine Ware. Wie kriege ich die jetzt dazu, wieder mit mir zu reden? Die Krallen des Rudelführers, ja, genau die habe ich doch gesucht. Die kosten 100. Und im Verkauf würden sie mir 15 geben. Halleluja, ist das wenig. 1 zu 6. Ich hätte doch vorher gewusst. Nun, aber egal. Diese 100 Gold sind mir, glaube ich, die Erfahrung wert. Denn ich bin halt immer noch viel zu schwach. Stufe 14. Ich hätte gerne Stufe 20. Oder zumindest mal, keine Ahnung, 16, 17, sowas. Das hätte er auch selbst. Also ich würde auf jeden Fall meine Zweihänder auf Kämpfer bringen, damit ich da wieder ein bisschen kämpfen kann. Dann hätte ich gerne meinen Mana auf 50, um meinen kleinen Feuersturm zweimal zaubern zu können. Und dann vielleicht noch einen dritten Zauber, diesen Eisblock oder so, oder Skelette beschwören. Blödsinn, wer war das denn? Lutero war das. Der sitzt da drüben. Er redet einfach zu viel. Der da, genau, hier. Ich habe besondere Snapperkrallen für dich. Das wird meinen Kunden freuen. Den Runenstein habe ich allerdings nicht hier, aber ich weiß, wo er liegt. Na, klasse. Wenn du von der Stadt zur Herberge gehst, kommst du unter einer Brücke hindurch. Dort in einer Höhle hat ein Freund von mir einen Runenstein in einer Truhe hinterlegt. Hier ist der Schlüssel. Ein Freund von dir hat einen Runenstein in einer Truhe hinterlegt und du hast den Schlüssel. Interessant, interessant. Und den soll ich ins Glauben schenken. Also, der Typ hier ist weg. Das heißt, ich kann hier die Sachen an mich nehmen. Also, das war ich nicht, ne? Nee, aber guck mal, also das stand ja hier die ganze Zeit so offen, das Haus, während er weg war. Also bitte, das ist ja wohl zu erwarten, dass da jemand einbricht und Dinge mitgehen lässt. Der erzähle ich gar nichts mehr. Joa, also, dann würde ich mal sagen, ab zur Taverne. Richtung Corin ist wieder zurück. Ist das ein... Was? Was macht denn der Suchende hier? Was zum Henker? Warum ist hier ein Suchender? Alter! Immerhin, der läuft wieder weg. Meine Fresse, direkt vor der Taverne und es stört die anderen Leute nicht? Was zur Hölle? Also ich hätte ja zumindest mal erwartet, dass die ihn dann verprügeln wollen, so wie alle anderen Gegner. Ach ja, egal. So, ich denke mal, er meint diese Höhle hier. Denn die zweite Truhe kann ich ja nicht öffnen. Ja, ein Runenstein. Sehr schön. Damit kann ich meine nächste Rune machen. Beziehungsweise, wie viele Runensteine habe ich denn? Ich habe... einen Lederbeutel. Nee, Runensteine. 5. Ich kann noch 5 Runen machen derzeit. Ich glaube, die habe ich ausgehackt, gell? Genau, da habe ich schon geguckt.
Gut. Ich würde mal sagen, wegen dieser Minenanteile, ich war in der Stadt. Ich habe mich in der Stadt ziemlich gut umgeguckt. Aber nicht komplett, um ehrlich zu sein. Nicht komplett. Denn ich möchte noch, und ihr seht gerade schon, es ist so viel angenehmer, wenn man sich rumteleportieren kann. Und wenn jetzt auch noch bald diese Teleportsteine, beziehungsweise die habe ich ja schon alle. Gibt es da nur einen Kreis? Ich meine, es gibt zwei Kreise, oder? Weil die Welt so groß ist. Könnte sogar sein, dass es noch einen zweiten Teleportkreis gibt. Das ist so viel angenehmer, durch diese riesen Welt hier zu kommen. Da bist du ja wieder. Kannst du mir helfen, damit die Leute wieder mit mir reden am Marktplatz? Scheinbar nicht. Zeig mir deine Ware. Scheinbar nicht. Die göttliche Kraft der Gestirne, das wollte doch irgendeiner von mir haben, oder? Kraft der Gestirne, Hyglas möchte das Buch Die göttliche Kraft der Gestirne, genau. Da bist du ja wieder. Das gibt auch lecker Erfahrung. Und alles, was Erfahrung bringt, ist mir recht. Übrigens, Pilze nehme ich auch. Vielen Dank. Hast du... Moment. Da bist du ja. Ganz kurz. Ich sollte mir mal die Zeit nehmen, da gemütlich durchzuschauen. So, Geschicklichkeit brauche ich nicht, aber ich habe doch hier gesehen, dass hier Goblin-Bären sind, die dauerhafte Boni geben. Auf Geschicklichkeit, wie gesagt, brauche ich die nicht, aber vielleicht hat er ja noch ein paar andere Sachen. Drachenwurzel, Stärkebonus plus 1. Ja, kostet aber halt 500. Aber gut zu wissen. Werde ich vielleicht mal drauf zurückkommen irgendwann. Er hat immerhin keine Minenanteile. Vielleicht hat ja hier... Wie heißt er? Korragon, genau. Vielleicht hat er Minenanteile. Zeig mir deine Ware. Nein, hat er nicht. Hat er nicht. So, dann gibt es doch noch... gibt es noch mehr Händler hier? Den Bierhändler gibt es, aber der hat bestimmt keine Minenanteile, oder? Schauen wir mal. Der Söldner Schmied der den Paladin Lothar heimtückisch ermordet hat, ist im Namen Inos verurteilt worden. Das Urteil. Und ich glaube, hier kriege ich auch Erfahrung, ne? Kannst du mir eine Weissagung geben? Ja, die Zeit ist vorangeschritten und ich werde dir für ein paar Münzen eine Weissagung geben. Wie viel willst du? Für bescheidene 250 Münzen werde ich für dich einen Blick in die Zeit riskieren. Erzähl mir von der Zukunft. Gut, Sohn des Wissens. Ich werde mich nun in Trance begeben. Bist du bereit? Du wirst erzwingen, was niemandem sonst bestimmt. Über Glut und Schnee, durch Eis und Flammen. Männer in fremden Rüstungen, ein Sumpf, Echsen. Sie erwarten dich. Das war alles. Mehr kann ich nicht sehen. Kannst du mir noch eine Weissagung geben? O Sohn der geheimnisvollen Zukunft, es ist mir nicht möglich, den Schleier der Zeit zu lüften. Erst wenn die Zeit mir ein weiteres Zeichen schenkt, kann ich wieder für dich sehen. Hört 600 Erfahrungspunkte, sehr schön. Auf ausdrückliche Anordnung. Großartig. Hat sich gelohnt für die 250 Gold. Hast du... Nö. Die hat kein Inventar, mit dem sie handelt. Hey, Baltram. Zeig mir deine Ware. Man hätte es gar nicht so weit kommen lassen sollen. Jetzt hat doch einer der Söldner tatsächlich einen der Paladine ermordet. Irgendwann musste ja etwas passieren. Okay, was mir das sagen soll, weiß ich nicht. Aber er hat auch keine Minenanteile. Zuris, hast du Minenanteile? Hey, du bist ein Sträfling aus der Minenkolonie. Verschwinde. Oh, sag mal, wie kann ich denn hier bitte meinen Ruf wiederherstellen? Das ist ja fürchterlich. Verschwinde, du Sträfling. Und es wird noch viel schlimmer. Ja, Kantar hat es gesagt, aber der lügt doch. Ehrlich, ich habe es selbst. Der lügt doch die ganze Zeit, dieser Kantar. Bist du gekommen, um zu bezahlen? Das darfst du. Wie viel war es nochmal? 500 Goldstücke. Und es wird noch viel schlimmer. Ich habe nicht genug Gold dabei. Dann besorge es dir. Ja, ich habe 399. Richtig, da war ja was. Ich kann mich hier freikaufen. Die Frage ist nur, muss ich das tun, Der den Paladin Lothar heimtückisch ermordet hat,
ist im Namen Inos verurteilt worden. Bennett hat den Wulfgar getötet. Kannst du mir was beibringen? Lass uns mit dem... Ach so, das kostet natürlich Lernpunkte. Ich habe gelesen, er bringt mir irgendwie kostenlos 1-2% bei, wenn ich zur richtigen Tageszeit vorbeischaue, aber das ist irgendwie ganz früh morgens. Das wird nicht klappen. Habe ich irgendwie Kopfgeld? Nö, habe ich nicht. Gut, also, dann bin ich jetzt in der Stadt soweit durch. Ich habe sämtliche Händler abgeklappert, außer der Marktplatz. Und zu denen komme ich halt leider erst wieder, wenn ich... Ja, ne? Wenn ich halt... Wenn ich hier mein Lösegeld bezahlt habe. Ach du Scheiße, sind hier viele Suchende. Und noch ein Drachensnapper. Und noch ein Suchender. Da ist er. Leute, nein! Da, Lurker, Lurker. Lurker finde ich gut. Lurker finde ich gut, denn mit denen werde ich fertig. So, und ich brauche die Erfahrung. Komm mal her. Nichts zu holen. Da ist nichts zu holen. Boah, wenn ich überlege, was für Probleme ich am Anfang mit Lurkern hatte. Ja, die sind ja so stark wie Warane. Ah, gleich zwei. Schön. Da hinten ist halt noch einer. Ich hoffe, da kommt jetzt nicht her. Ne, alles gut. Alles gut. Bisschen Feuerzeug. Süß. Ja, Feuernessel oder so. Feuerpflanzen. Könnte man als Feuerzeug bezeichnen. Denn schließlich ist das Zeug, das ich essen kann, um damit Feuer zu machen, ne? So, im weitesten Sinne des Wortes. So, da unten war ich. Da habe ich schon alles erledigt, da muss ich nicht hin. Aber ich war noch nicht erneut hier oben, seit ich im Minental war, bei diesen Bauern. Vielleicht gibt es ja hier was Neues. Neue Erkenntnisse, neue Gegenstände, neue Aufgaben, neue Erfahrungen. Ich bin sehr gespannt. Vor allem, die müssen es ja mitgekriegt haben, dass hier die ganzen Suchenden und Drachensnapper sind, plötzlich. Hey, du. Wie ist die Lage? Malak ist verschwunden und hat alles und jeden mitgenommen, der für mich arbeiten wollte. Er sagte, er wollte in die Berge. Er hat es hier nicht mehr ausgehalten. Die Horden von Monstern, die täglich aus dem Pass aufs Weidenplateau kommen, machen mich ganz fertig. Wenn ich wenigstens ein paar Helfer oder Söldner hätte. Es gab sogar schon mal einen, der für mich arbeiten wollte. Er hat es dann aber doch nicht getan. Ich glaube, Wolf war sein Name. Das wird schon wieder. Ohne Malak läuft hier gar nichts mehr. Wenn nicht bald etwas passiert, muss ich meinen Hof aufgeben. Hoffentlich kommt er bald zurück. Na, das wollen wir doch nicht, dass du hier deinen Hof aufgeben musst. So, die Uhr sagt 15.34 Uhr. Ich habe relativ wenig Mana. Ich habe nur noch knapp über die Hälfte an Leben. Ich hau mich mal kurz aufs Ohr. Ist da hinten was? Warum ist hier so hell? Warum brennt da hinten eine Fackel? Was zur Hölle? Mitten im Stroh. Das ist doch gefährlich. Keine Ahnung. Ich dachte, hier wäre ein Bett. Hab ich mich getäuscht. Nun gut, dann werde ich mich hier eben auf die althergebrachte Art wieder hochheilen. Das heißt, Pflanzen futtern fürs Mana, Fleisch futtern und Pilze fürs Leben. Das werde ich offscreen machen, denn die Folge ist schon wieder relativ lang. Und ich möchte euch nicht zum Ende mit diesen Nebensächlichkeiten langweilen. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann hoffentlich wieder beim nächsten Mal, wenn ich mich hier umschaue, Malak suche. Und jetzt habe ich es doch schon komplett geschafft. So, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.